geradlinig gearbeitet zu haben. Der fünfte Platz ist für den Aufsteiger sicher noch kein Anlass zur Euphorie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er die nötige Sicherheit bringt, um vielleicht noch einem weiteren Favoriten ein Bein zu stellen. Und zu diesem Kreis ist sicher auch weiterhin Stuttgart zu zählen, obwohl der VfB im Augenblick ja in unteren Tabellenregionen rumkrebst. Wilfried Luchtenberg mit den besten Szenen aus dem Wedau-Stadion. Rund 20.000 Besucher beim zweiten Heimspiel in Duisburg. Als Schiedsrichter Manfred Harder den Ball freigab, überraschte der Aufsteiger mit einer Überrumpelungstaktik schnörkellos nach vorn. Hieß es in den ersten Minuten, bereits nach 9 Sekunden der erste Eckball. Den Stuttgartern blies also ein heftiger Wind ins Gesicht. Besonders über die rechte Seite, da liefen die Angriffe wie am Schnürchen. Das ist Ferenc Schmidt. Dann kommt Stefan Böger, Sieger gegen Guido Buchwald. Ein kurzer Blick, dann ist Uwe Weidemann da und Eike Immel zum ersten Mal geschlagen. Gespielt genau 12 Minuten. Nochmal das Ganze. Böger Sieger gegen Buchwald, Stremel kommt zu spät, Immel hier allein gelassen. Auch in den darauffolgenden Minuten Abstimmungsfehler in der Stuttgarter Abwehr. Buchwald sahen wir hier gerade beim Kopfball. Dann wieder Steffen Böger mit vielen Ballkontakten. Thorsten Wohlert und dann staubt Peter Kötzler ab. Nur 2 Minuten später erhöht er auf 2:0 für den MSV Duisburg. Die Zuschauer aus dem Häuschen, wir sehen das noch einmal. Immel kann den Ball nicht festhalten. Kötzle reagiert am schnellsten. Christoph Daum vor wenigen Tagen in einem internationalen Turnier in Spanien. Da lag er auch mit seiner Mannschaft 0:2 zurück. Am Ende verließ er als Sieger den Platz. Und hier sahen wir gerade Thomas Strunz. 8 Jahre stand er in den Diensten des MSV. Jürgen Rollmann bestand die erste Bewährungsprobe. Eigentlich unverständlich, dass die Elf von Evalin danach völlig den Faden verlor. Stuttgart kam besser ins Spiel. Das ist Axel Kruse, der hier regelwidrig festgehalten wird von Thorsten Wohlert. Der will es zwar nicht wahrhaben, aber die Zeitlupe, die gibt Aufschluss darüber. Freistoß also für den VfB Stuttgart. Kögel am Ball. Wer wird schießen? Kögel täuscht. Thomas Strunz an der Mauer vorbei. Rollmann ratlos. Der Anschlusstreffer 1:2. Und Kruse freut sich gar nicht so darüber. Er wollte, glaube ich, selber schießen. Hier nochmal der platzierte Schuss von Thomas Strunz. Danach fanden die Duisburger aber wieder zu ihrer spielerischen Linie zurück. Allen voran Ferenc Schmidt. Hier sein Sololauf auf der rechten Seite. Kötzle und Strunz schon am eigenen Torhüter. Er mit einem großen Laufpensum heute. Dann wieder Ferenc Schmidt, einer der Besten im ersten Durchgang. Fronzek kann ihn nicht aufhalten. Und ein kluger Blick für seine Mitspieler, hier Franz Josef Steininger und Eike Immel zeigt Unsicherheit, so wie hier bei diesem Schüsschen von Franz Josef Steininger. Mit 2:1 für Duisburg ging es in die Pause. Kurz nach dem Wechsel kam auf Duisburger Seite Joachim Hopp für Michael Tarnert, aber in Spiellaune der VfB Stuttgart, allen voran Thomas Strunz. Kruse, der leitet weiter auf den völlig freistehenden Sverrisson. Und der lässt dem Duisburger Torhüter keine Abwehrmöglichkeit. Der Ausgleich nach 53 Spielminuten. Danach die Begegnung völlig offen. Uwe Weidemann, Böger, die Leistungsträger der Duisburger. Wieder Böger, das sah schon gut aus. Die Stuttgarter Abwehr fast ausgespielt. Und ein bisschen zu spät kommt hier Hannes Reinmeier. Der Aufsteiger mit einer hervorragenden Spielkultur, das sehen wir auch hier, Absatzspiel von Weidemann auf Böger, die beiden verstehen sich besonders gut und Eike Immel einmal mehr mit weiteren Unsicherheiten. Danach kam Fritz Walter für Adrian Knupp ins Spiel, der brannte förmlich auf seinen Einsatz und er führte sich auch prächtig ein, hier mit dieser Szene gegen Alfred Neihöls. Und da hat Jürgen Rollmann das Glück eines tüchtigen Torhüters und wie knapp es wirklich war, das verdeutlicht die Zeitung. Beide Trainer wechselten dann nochmal aus. Zubaric kam für Sverrisson, Patrick Nothoff für Ferenc Schmidt. Am Ende hatten die Stuttgarter aber noch mehr zuzusetzen und sie waren dem Sieg sehr nah. Andreas Buck hier auf der rechten Seite. Rollmann in den Schlussminuten mehr beschäftigt als sein Gegenüber. Dann noch einmal Eckball für den VfB Stuttgart. Sekunden vor dem Schlusspfiff. Kruse, Fronzek. 2:2 blieb es, ein Ergebnis, mit dem beide Parteien nicht ganz zufrieden waren. Wir sind hierher gefahren, um beide Punkte mitzunehmen.
Gut, wenn man natürlich nach einer Viertelstunde 2-0 zurückliegt, dann ist ein 2-2, muss man damit halt einfach leben. Aber das war sicherlich nicht unser Ziel, hier einen Punkt nur zu holen. Wir haben 2-0 geführt und dann irgendwie aus unerklärlichen Gründen waren wir nicht mehr so konzentriert. Und wenn ich die Chance zum 3-2 mache, dann gewinnen wir das Spiel, dann wäre ich viel zufriedener.